Captain to Robic gemacht. Das ist echt die längste Aufnahmesession, die ich jemals gemacht habe. Das ist immer eine Aufnahmesession. Und ich spiele das gerade in einem Zug durch. Hoffentlich, ich weiß aber noch nicht, ob die weit jetzt kommen werde. Ich habe bis jetzt noch immer noch nur diesen Quader. Das bringt mir irgendwie nichts. Bringt mir absolut nichts, genau. So ungefähr. Ich kann eigentlich gar noch gar nichts machen mit dem Ding, was ich mir machen. Ich kann damit echt gerade gar nichts machen. Irgendwo hochgehen vielleicht. Oh ja. Das geht natürlich. Aber ich kann halt nicht, den kann ich halt nicht rausholen, logischerweise. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war, aber ich habe ihn einfach jetzt rausgeholt. Ich vermute einfach mal schon, weil sonst wäre die Zaunwege sind nicht so hoch gewesen, so tief gewesen, oder? So rüberkommen halt, aber. Keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, dass es so gedacht war. Hier ist ein blauer... Ein blaues Empfangsding. Könntest du theoretisch empfangen? Oh, ich brauch's da. Okay, ich muss ganz machen. Ich muss den einfach hier aufhalten. Die anderen wahrscheinlich auch. Ah. Ich kenne den Menschen mit mir mal aufhalten. Halt sie mit mir mal auf. Was wohl. Oh, hier brauche ich noch einen Jammer. Aber da kommt man ja unmöglich nach hinten. Ich kann es nicht aufhalten. Ich muss einfach wahrscheinlich mit der Zeit, die ich halt habe, wahrscheinlich rauskommen. Vermute ich jetzt mal. Wenn sie überhaupt reicht. Es reicht nie und nimmer. Und da brauche ich ja den Würfel noch nicht, da kann ich das Ding auch noch einen Würfel draufstellen.
Es sollte das gehen. Hoffentlich. Ja, geht. Grab bleibt sogar offen. Schließt ihn nicht mal. Okay. Okay. Hey, ist das jetzt auf? Ja klar, logisch. Dachte schon. Ist das jetzt auch offen? Nee, bleibt nicht, okay. So, da haben wir den Jammer. Wenn ich die Aufnahme, habe ich die Zeit gestartet? Schon, oder? Ja, habe ich, okay. Gut, oder habe ich auch gesagt, bekommst du in der nächsten Folge Tarsus zu Roto Gamer? Ich weiß es schon wieder nicht mehr. Sag ich das inzwischen? Ich sag glaube ich immer, Tarsus bin so böse. Ich erinnere mich nicht. Oder starte ich einfach nur die Aufnahme, ohne was zu sagen. Bin auch die ganze Zeit still, wie der Typ namens Hammerrad, den will ich bei Core, meinem Partner, einem Portal 2 als Partner hatte. So. Die Idee, dass ich es gut habe. Problem dabei ist, muss ich das nicht so machen, damit ich die alle durchbekomme? Wahrscheinlich schon, oder? Weil sonst bekomme ich ja die Jammer an sich nicht mehr durch. Ja, schon. Ja, erstmal muss ich natürlich wieder den nehmen, das aufmachen und warten. Und dann muss ich da rein und das stören. So. Und jetzt kann ich raus, kann den nehmen, kann das wieder stören, worauf ich den nehmen kann und den auch und die raus transportieren kann. Sind hier drin vollkommen unnötig? Ja, sind sie tatsächlich. So, und jetzt nehme ich den rein. Öffne das wieder. Nehme den. Damit störe das wieder und dann kann ich die Sachen rausnehmen. So, damit das alles draußen. Und damit wird dieser Raum unbrauchbar. So. Ja. So viel dazu. Die bleiben sogar, die bewegen sich dann nicht mehr. Cool.
gehen wir mal weiter. Wenn es uns aufhält, dann sehen wir das ja. Weißt du was? Das sind echt alles nur normale Barrieren. Oder wie? Weißt du was? Da könnt ihr einfach so. Sind das ein Scheiß ausgedacht? Stell einfach das. Stell ich wieder das. Nimm ich hier wieder mit. Stell wieder das. Das. Dann nehme ich hier wieder den. So, dann stell ich das. Dann nehme ich den. Geh auf die andere Seite. Stell das. Okay, ich dachte schon, die haben das hier komplett verkackt. Oder so. Haben sie nicht. Ich brauch da einen roten Strahl. Dann wieder zurück. Da ist ja noch der Typ, den brauchen wir, den Alexander, den brauchen wir wahrscheinlich. Okay. 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 Der hat es auch geöffnet. Scheiße. Ja, nicht schlimm. So, jetzt. So, jetzt. Da haben wir's. Boah. Ich folge dem jetzt. Ich will das jetzt wissen. Er schaut nochmal zurück. Ja. Und dann geht er durch und er stellt sie auch einfach auf den Teleporter drauf. Okay, ja, also wie ich mir gedacht habe. Soll ich jetzt noch mal sehen. Okay, ich glaube, wir haben alles. Also noch ein bisschen, wenn ich zurückgehe. Sieht nämlich, ich sah schon vorher ziemlich zerfressen aus, die Welt. Sag ich mal. Oh, was geht denn hier ab? Ah, die Texturen müssen geladen werden. Ach nee. Lade mal Textur mit der. Texturen bitte einmal laden. Was geht hier ab? Ich sehe schon, hier ist jetzt wieder richtig was los. Glaube ich. Boah, wenn die ganze Zeit kann hier nicht arbeiten. Boah. Böse, böse. Und nun?
Also. Grüße, Bruder. Wir bringen auch Grüße an Adi und heißen dich in unserem einzigartigen Umständen GEMA willkommen. Wir haben bis zu diesem Augenblick gewartet, um dich zu kontaktieren, auch wenn deine Ankunft viele neue Fragen aufwirft. Es ist gut, dass du begonnen hast, unser Reich zu erkunden. Was denkst du von dem, was du bisher erlebt hast? Richtige Antwort. Nichts dieser Art hätte sich, wie andere sagt, nichts dieser Art hätte sich auf der anderen Seite des Zauns entwickeln können. Dein Erstaunen ist verständlich. Wir teilten es, als wir hier angekommen sind. Und bis heute. Erzähl uns von der Zeit, die du hier verbracht hast. Die Galerie hat gerade wieder geöffnet. Hattest du einen Lieblingskünstler? Ich hatte keinen Favoriten. Du hast also nicht abgestimmt? Nein, habe ich nicht. Die Aufzeichnungen behaupten das Gegenteil. Warum lügst du uns an? Du musst wirklich nicht lügen. Hä, was? Ich vergaß. Das schreibt ja das, ich vergaß. Als Bote liegt dir diese Fehler als Bote liegt es dir Fehler zuzugeben. Die Wahrheit ist, dass du nicht mal die Zeit zum Wählen hattest. Nun gut. Es gibt ja auch immer die nächste Saison. Ist das so? Lasst uns über etwas anderes reden. Ich wollte dich fragen, ob du meinem kleinen Forschungsprojekt teilnehmen möchtest. Der Link ist im Forum zu finden. Ich bin sicher, dass du einen sehr interessanten Probanden abgeben würdest. Was ich sagen wollte war, dass wir uns wichtigen Themen zuwenden sollten. Nicht alles ist ein Forschungsprojekt, natürlich. Okay, wir verstehen, dass ein Zweck über solche bloße Erforschung unseres Königreichs hinausgeht, aber wir verstehen nicht, warum. Wo sind unsere Leute? Was sind deine Absichten? Was sind deine Absichten? Wissen wir bereits, dass es unser Wesen deine Mission ist. Wir wissen zumindest, dass du Mitglieder unserer Gemeinschaft großzügig ausdrücken befreit hast. Bisher 7. 401 war der letzte. Wir können tatsächlich ganz gut ohne diesen Troll auskommen, aber was wichtiger ist, ist, dass wir die Gründe, aus denen du deine Aufgabe erfüllst, verstehen wollen. Elon hat seinen Fehler zugegeben und mich geschickt, um euch zu retten. Also eigentlich würde ich also anklicken, ich löse wirklich gerne Rätsel, aber dadurch, dass ich, wenn ich jetzt mal annehmen würde, ich wäre dieser Typ, dann würde ich es wahrscheinlich machen, weil das würde ich sagen. Glaubst du wirklich, dass das System auf sein... Oh, okay, Moment, wir sehen uns mal in der nächsten Folge und dann lesen wir es fertig und bis zur nächsten Folge, ciao!